Hallo und willkommen zurück hier oben auf diesem Wasserbehälter, nehme ich mal an. Warte, ich muss mal kurz meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen, das geht so nicht. So, perfekt. Ich glaube, hier sind wir auch letztes Mal stehen geblieben. Ich hatte jetzt einen Tag Pause zwischen der letzten und dieser Aufnahme. Das merkt ihr aber meistens hoffentlich nicht so sehr, außer natürlich an der Stelle, wo wir wieder hier einsteigen. Da oben war ich, glaube ich, schon. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass wir weitergehen wollen, glaube ich. Also da nach unten kommt man da sowieso nicht mehr. Da muss ich später hin. Das heißt, wir müssen jetzt darüber, wo ich letztes Mal nicht lang wollte, weil da so viele Soldaten waren. Das wird auf jeden Fall eine entspannte Session. Ich kann übrigens sowieso nichts anderes machen, als offline zu zocken, weil, wie gelegentlich mal üblich, was? Ja. Ist die Internetverbindung weg. Geil, ne? Ich bin bei Vodafone, darf ich wahrscheinlich nicht so laut sagen, weil ich die sonst verunglimpfe. Ich bin aber wohl nicht groß genug, dass es sich für die lohnt, mich zu verklagen. Und seit ein paar Stunden, ich glaube seit 8 Stunden oder so, und wir haben jetzt 12:30 nachts, ist das Internet weg. Das passiert echt nicht so oft, aber wenn es passiert, dann ist es genau an solchen Abenden oder so, wo du es überhaupt nicht gebrauchen kannst. Keine Ahnung, Sonntagabends oder generell abends, wenn man nicht nur für die Arbeit, sondern aus privaten Gründen auch das Internet benutzen möchte. Und vor allem in der aktuellen Zeit ist es ja etwas wichtiger geworden, Entertainment zu Hause zu haben. An dieser Stelle bin ich auch recht froh darüber, dass ich einer der noch sehr vielen... Kann ich eigentlich... Warte mal. Ach so, kommt man wieder runter, oder? Warte mal, bevor ich die Story weitermache da hinten, probiere ich lieber erst einmal... Irgendwie drücke ich L1 zum Ziehen. Ich habe jetzt ich habe gestern wieder eine ganze Weile The Last of Us gespielt. Ich versuche es immer noch auf Grounded zu beenden und benutze mittlerweile Speedrunning-Taktiken, weil ich nicht in der Lage bin, das mit normalem Können zu bestehen, die Level, weil ich einfach dafür zu schlecht bin. Stattdessen nehme ich dann einfach billige Tricks, um Gegner zu überspringen und sowas. Andererseits ist das durchaus komplizierter. Guck mal, und da sind wir wieder nach unten gekommen, ganz nebenbei. Ich das mal gewusst oder letztes Mal gesehen. Na egal. So, da gehen wir gleich rein. Bevor Lava jetzt anfängt zu reden. An der Stelle möchte ich jeden da draußen grüßen, der ein Verfechter und der ein Fan von Offline-Gaming ist. Services Google Stadia und so mögen ja super toll sein, aber wenn ihr in einer Region lebt oder bei einem Internet-Provider seid, der regelmäßig zu Bestzeiten Ausfälle zu verzeichnen hat, dann ist die Cloud vielleicht nicht mehr der erster Anlaufpunkt für Videospiele. An der Stelle. Das Licht geht noch. Grüße. Naja, größtenteils. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Oder ist das hier die Hauptstory? Oh. Ach. Oder ist das das Grab? Oh. So, da gucken wir doch mal. Eventuell. Also ich glaube ganz ehrlich, dass wir nach oben gehen für den Weiterverlauf der Story und dass das hier jetzt wahrscheinlich das Herausforderungsgrab sein könnte. Was diese andere Tür dann zu bedeuten hatte, wo wir die Sprengladung für brauchen, das weiß ich nicht. Das müssen wir nochmal rausfinden. Nächste Folge. Wahrscheinlich wird diese Folge packt sein mit... Mein Gott, die sind uralt. Was? Was haben sie hier gefunden? Was? Die? Hä? Wovon redet die? So, hier leuchtet auf jeden Fall was. Können wir nicht aufheben, das ist von dem... Was ist das für ein... Das ist dieses leuchtende Zeug, was ich auch aus den Wänden schlagen kann, glaube ich, ne? Wahrscheinlich liegt sie auf dem Boden, weil es ja eine Mine ist und das schon mal jemand vor uns rausgeschlagen hat. Ja, kluge Schlussfolgerung. Ich hoffe mal, dass das jetzt das Grab ist. Ich... Ehrlich gesagt, aktuell... noch nicht bereit bin für einen Weiterverlauf der Story, wenn ich weiß, dass ich... Wo geht's da hin? Sterbe ich, wenn ich da runtergehe? Nein. Noch nicht bereit bin für einen Weiterverlauf der Story, wenn ich weiß, dass hier noch einiges nebenher zu erleben ist. Sterbe ich, wenn ich hier drauf... Okay, das ist... Ja, man war nicht ganz sicher, ob es Wasser ist oder nicht. Sieht man unter Wasser was? Okay. Für eine ganz kurze halbe Sekunde hat man ganz klar gesehen, das muss wohl Grafikfehler gewesen sein. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass dieses Wasser hier dauerhaft
sauber geblieben ist. Sieht nicht aus wie eine Frischwasserzufuhr. So. Gucken wir uns mal den Schrank hier an. Ich nehme an, dass die linke... Ja. Die linke Tür wieder abfällt. Hier ist eine gruselige Gasmaske. Gasmasken übrigens sind grundsätzlich gruselig, egal für welchen Zweck und wo du sie findest. Ist das auch das, wo wir... Okay, hier wären wir auch sonst mit der Seilbahn hingekommen. Ich habe also einfach nur den längeren, komplizierten Weg genommen. Habe ich noch was übersehen, was ich hätte mitnehmen können? Was ist das? Okay, die waren zum Hochklettern, keine Sorge. So, gucken wir mal. Solange wir hinterher wieder rauskommen, ist alles in Ordnung. Für gewöhnlich gibt es ja mindestens eine Seilrutsche, die wir heraufklettern oder runterrutschen können. In diesem Fall wahrscheinlich eher rauf. Was ist da hinten? Es könnte eine Sackgasse sein. Ich muss mal gucken. Es gibt auch oft genug in Spielen diese Pseudo-Entscheidungsfreiheit, wo du eigentlich zwar zwei Orte hast, zwei Wege hast, die du nehmen kannst, aber die führen dann zum selben Ziel. Ach, warte mal, das hier ist zum Anzünden. Heb doch einer auf, komm. So, zack und... Wupp. Das wird wohl bedeuten, dass wir da weiterkommen. Ich guck mal eben auf dem anderen Weg, was es da zu sehen gab. So, schwimm, schwimm, schwimm. Du sollst schwimmen, du sollst nicht laufen. Wenn das Wasser einfach nicht tief genug ist. So. Ah, guck mal, Schatz. Sehr gut, ja. So, das scheint auch nur ein Schatz zu sein. Mach doch bitte mal deine Fackel an, ja? Danke. Ich meine, dass die auch schon mal unter Wasser aktiv war, die Fackel. Das ist ja so ein Leuchtstick, keine Ahnung, der leuchtet ja immer. Das leuchtet auch unter Wasser, das macht sie wahrscheinlich gleich nur aus, weil hier vorne wieder irgendwo eine Lampe ist. Oder Tageslicht, Achtung, mal gucken, ob es jetzt ausgeht. Okay, es ist noch an, aus irgendeinem Grund. Ach ja, perfekt, jetzt hat sie es ausgemacht und jetzt gleich braucht sie es wieder, ist das nicht praktisch? So. Das ist normalerweise ein guter Zeitpunkt für ein Spiel, Monster und Geister zu introducen, ja. Darunter sterbe ich ganz sicher, das brauche ich gar nicht erst probieren. So, dann machen wir mal so, zack. Schon mal... Oh. Okay. Oh Gott. Ja. Was für ein Einstieg. Ich will sehr hoffen, dass wir hinterher wieder rauskommen. Okay, das ist... Oh, ja, sehr gut. Die Erbauer haben wohl damit gerechnet, dass so eine Lore mal runterkrachen könnte und haben direkt einen alternativen Weg nach oben gebaut. Das erinnert mich auch schon wieder an eine Szene aus dem Vermächtnis der Tempelritter. Kann ich euch sehr empfehlen. Irgendwie hat der Film viel mit diesem Spiel gemein, oder es kommt mir nur so vor. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Hä? Okay. Ich konnte es erst nicht mitnehmen, vielleicht weil sie geredet hat. Haben wir hier eigentlich Zeug? Was ist das? Überlebensversteck? Ist hier irgendwie rechts von mir, aber das habe ich, glaube ich... Vielleicht ist das jetzt nur ausgegraut, weil ich es schon gefunden habe? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe vergessen, wofür die ausgegrauten Sachen stehen. Wohin? Okay, es wäre ins... Ist das ein Boden da unten? Okay, ich kann nicht mal so weit runter gucken. Das sieht aus wie... Kann man nicht ganz genau definieren. Könnte solider Boden sein. Naja. Wenn du überlegst, dass so Gruben von so richtigen Kohleminen dann teilweise kilometerweit runtergegangen sind, also auch hier im Ruhrgebiet und so, kann man eigentlich glücklich sein, wenn es nur 20 oder 30 Meter sind, ne? Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Und wie fährst du mit die jetzt? Oder? Noch wie Briten. Ah. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ja. Nimm lieber einmal einen ganz kleinen, vorsichtigen Schluck, bevor du das nochmal sagst. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Flasche funktionieren wird.
Ja, okay. Ich nehme mal an, dass wir zuerst das Wasser ausschalten müssen. Oh, ah, oh, 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 ja, ich habe vergessen, dass das so ein Ding ist. Muss mal gucken, ob man hier eventuell, das hat ja hier in diese Richtung geführt, ob man hier vielleicht, ich kam ja von hier oben. Eventuell gibt es hier, was ist denn das? Ach, da, ach, ja, da bin ich runter. Ich muss mal schauen, ob man hier irgendwo das Wasser abschalten kann. Das muss ja ungefähr so sein. Mal schauen. So, jetzt bin ich gleich wieder ganz oben. Das ist praktisch. Runterrutschen werde ich wahrscheinlich auch wieder können. Da geht es nicht drüber. Nein, du sollst darüber springen. Okay, das ist der Ausgangsort. Hä? Wie kam ich? Ach, da. So. Ja, ich werde nämlich hier wieder runterrutschen. Das geht ein bisschen schneller. Irgendwie müssen wir das Wasser stoppen. Irgendwie. Normalerweise erwarte ich aber, dass hier irgendwo ein so ein Viereck erscheint, das ich immer wieder tippen kann. Wisst ihr, Knöpfe meschen, das kann ich ziemlich gut. Zumindest, wenn mir angezeigt wird, dass ich es tun soll. Oder habe ich einfach einen Fehler gemacht und es ist direkt hier. Oder muss ich einfach irgendwo gegenschießen? Irritierend. Bin ich denn jetzt... Steigen Sie auf das Kupferwerk, um den Mineneingang zu erreichen. Ist das jetzt der Mineneingang oder ist das... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man ganz nach draußen gehen muss, um hier das Wasser abzuschalten. Okay, jetzt kann ich das kaputt machen aus irgendeinem Grund. Vielleicht kann ich ja... Ne, da runterspringen ist ganz sicher eine schlechte Idee. Nee. Warte mal. Wenn ich daraus eine Bombe baue, ach, dann brennt es und es geht wahrscheinlich auch direkt im Wasser aus. Nee, okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll. Was ist überhaupt hier hinten? Doch, das ist ein Grab. Das ist so ein Herausforderungsgrab. Da müssen wir doch eigentlich in der Lage sein, hier ein bisschen Wasser abzudrehen. Aber das geht garantiert nicht hier. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal nach oben. Schau mal, vielleicht ist in einem dieser Nebengänge was gewesen. Hier hinten war nichts mehr. Scheiße, wenn das jetzt schon wieder so eine Suchaktion wird und ich muss 20 Minuten lang irgendwas finden, was ich entweder am Ende nicht finde oder nur sehr umständlich und unter Voraussetzungen, die unter... Jeder andere hätte es vielleicht in 5 Minuten geschafft und ich in einer halben Stunde, das würde ich damit sagen. Das wäre natürlich schlecht, weil ich will jetzt dann natürlich nicht jede Folge hier rumgammeln die ganze Zeit und langweilen, ja. Ich versuche das natürlich immer durch einen pfiffigen Kommentar auszuleichen, allerdings klappt das... Oh, allerdings klappt das natürlich in den seltensten Fällen, wie ihr wisst. Mal schauen. Es muss ja, oder vielleicht gehe ich, wenn ich jetzt hier nichts finde, wo ich jetzt offensichtlich irgendwie Wasser abdrehen kann, könnte es eventuell, warte mal, überlegen. Da wo das Wasser gerade, da wo die kaputten Rohre vorhin waren, da wollte ich jetzt nicht runterspringen, aber eventuell kann ich hier unter Wasser was finden. Vielleicht muss ich nach irgendeinem Abfluss suchen oder sowas. Müssen wir mal schauen. Achtung, und taucht doch. Ah, guck mal. Ist das interessant? Okay. Nein, das ist nicht interessant.
Hier war auch nur der Schatz. Nur zur Sicherheit, nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Ich gehe jetzt nämlich ungern hoch, finde am Ende nichts raus. Und komme dann wieder runter. Das ist dann doof. Ich vermute, dass wir entweder... dass wir entweder ganz da unten irgendwas machen müssen oder dass es sich aus... dass das, was wir machen müssen, außerhalb dieser Mine ist. Und ich halte auch schon nach irgendwelchen Rädern oder so. Ihr wisst schon, so Ventile, wo man dran drehen kann. Allerdings kann man in den seltensten Fällen bisher solche Ventile benutzen. Um ehrlich zu sein, bisher in gar keinen Fällen. Ich denke mal... Also das hier ist auf jeden Fall das optionale Herausforderungsgrab. So viel kann man wohl sagen. Die Frage ist, wie kriegen wir das Wasser aus? Das ist wahrscheinlich die Herausforderung, könnte sogar sein. Ich meine, das ist auch so suspekt. Ne? Hier sind zwei Lampen, das sieht aus wie so ein Mega-Eingang, und dann ist hier gar nichts. Vielleicht zählt... Hatten wir schon ein Grab, wo wir außerhalb des Grabes irgendwas vorbereiten mussten dafür? Ich glaube nicht. Ich meine, da unten war auch so eine Maschinerie. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen... Was ist das denn hier? Ach so, das ist für die Weiche. Okay, kein Problem. Ich kann... Ja, okay, das ist... okay, hier sind wir wieder ganz raus, ne? An dem Knopf konnte man nichts mehr machen. Wenn jetzt hier nichts ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir hier außerhalb viel machen können. Also hier ganz oben drauf... Nee. Ich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich nach ganz oben drauf klettern muss, damit ich da unten irgendwie ein Wasser abschalte. Das klingt mir ein bisschen zu wenig optional herausforderungsgrabmäßig, sondern mehr so wie, wir denken uns irgendwas aus, was du unmöglich lösen kannst, mäßig. Natürlich würde man das lösen nach einer Weile, aber erst wenn man der Frustration erlegen ist, es nicht geschafft zu haben. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe nochmal runter und versuche auf diese Maschine zu schießen, die direkt neben dem pumpenden Wasser war. Das hätte ich vielleicht direkt machen sollen. Aber... man ist ja hinterher immer schlauer. So. Falls das klappen sollte. So, schwimm schnell. Ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Das Video geht schon 19 Minuten fast. Und ich habe noch nichts Signifikantes erreicht. Ach, ich dachte, das geht... Okay, schade. Ich dachte, das geht so schneller. Hä? Geh doch durch. Warum geht die nicht durch? Ich drücke alles. Warte, ich gehe nochmal zurück. So. Ich vertreibe mir so ein bisschen Zeit. Guck mir diesen grünen Schrank an. Ach, der ist so grün. Das ist unfassbar. Den hat jemand frisch lackiert. Wie kann das sein? So. Und jetzt... Ach, hier ist ein Durchgang. Da kann ich bestimmt durch. TF, warum geht das nicht? Ich komme hier nicht durch. Hä? Habe ich verkackt? War das so ein Einmal-Ding? Das geht doch gar nicht. Okay. Hä, bin ich doof? Ich bin ein bisschen gerade auf dem Schlauch. Was soll denn das? Das Spiel lädt oder speichert irgendwas? Okay, jetzt ist es fertig damit. Jetzt gehe ich nochmal hier raus. Ey. Was ist das denn?
Das Spiel will mich verarschen, ich komme da nicht mehr rein. Okay. Ja, wisst ihr, was ich jetzt mache? Dann schlage ich vor, gehe ich jetzt mal raus aus der Höhle, mache ein bisschen was von der Hauptmission ganz oben drauf, weil zurück können wir offenbar doch immer wieder. Und dann komme ich einfach später wieder. Wie sinnlos. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo der Trick da ist. Das ist doch bestimmt ein Bug. Das muss ein Bug sein. Die beiden Male davor ist sie auch von selbst gecrouched. Was ist der deutsche Begriff? Warte. Nein! Was ist der deutsche Begriff fürs Crouchen? Was ist das? Sag mal. Kriechen. Ah ja, perfekt. So, siehst du, das passiert, wenn man den ganzen Tag nur Englisch spricht. Ich spreche jetzt nicht wirklich so viel Englisch, aber keine Ahnung, auf Arbeit zum Beispiel und in Spielen. Videospielbegriffe klingen auf Englisch einfach viel cooler in den meisten Fällen, deswegen warum nicht? Englisch ist auch so eine Weltsprache, das heißt, wenn man das kann, hat man sowieso einen Vorteil. So. Keine Lust mehr. Mein Vorschlag lautet... Ist das Seil da noch? Mal gucken, vielleicht komme ich ja... Vielleicht komme ich ja über das Seil wieder ganz nach oben, das wäre schön. Ne, das sieht... Ne, sieht leider nicht so aus. So. Komme ich überhaupt wieder zurück, ist die Frage. Was ist das? Wo ist das? Das ist da oben. Und vor allem, ich habe ja noch ein paar Poster, die ich kaputt machen muss, aber die sind nicht hier in diesem Bereich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das hatte ich ja schon. Oder? Habe ich hier überall geguckt? Ich muss mal kurz zur Sicherheit schauen. Ich sehe gerade nichts. Ich sehe... Ne, ich sehe nicht unbedingt wirklich was Sinnvolles. Da kam ich rüber. Das brauche ich aber nicht. Wo war ich denn? Wo muss ich denn lang? Warte. Ach, da ist das Pendelding. Warte. Komme ich zum Pendelding? Ach, warte mal. Gut, okay. Das hätte ich auch. Ne? Ja, wie auch immer. So. Das ist für mich ein gutes Zeichen, dass ich hier doch wieder zurückkomme. Hoffentlich gehen die Balken diesmal nicht nochmal kaputt. Nein, okay. Ab sofort halten sie exzellent, völlig logisch. Ich wünschte, ich könnte genauso klettern. Habe ich das schon mal erwähnt? Stellt euch vor, ihr müsstet irgendwo hoch. Ich meine, es gibt Menschen, die können das ja in echt. Aber das erfordert, glaube ich, einiges an Mut und auch Übung. Ich meine, weit springen zum einen und dann auch so komisch abstoßen. Ich meine, so ein Doppelsprung in Real Life. Warum eigentlich nicht? So, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Habe ich richtig gesehen? Oder ist da gerade Holz verschwunden? Okay, das Holz hinter Lava ist gerade verschwunden kurz vorm Sprung. Das ist natürlich schön. Vorteil für uns. Zack. So, wo wollen wir jetzt lang? Darunter. Ja, Herausforderungsgrab, das interessiert mich jetzt nicht. Das Grab hat verkackt bei mir. Ganz ehrlich, wenn du die Crouch-Funktionalität plötzlich abschaltest, dann kannst du mich mal. Was soll denn das? So, mal gucken, wo wir hier lang können. Das... Ist einfach nur ein Alternativweg. Oh. So. Ja, doch, ist einfach nur ein Alternativweg. Ach, habe ich das eingesammelt? Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen.
Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Ich kann nicht so gut geheimnisvoll reden. Aber was ich kann, ist gut Pause drücken. Denn auch wenn es jetzt leider nicht viel von der Story zu sehen gab, eher eine verkackte Grabmission, wobei ich verloren habe ich sie ja nicht. Ich weiß nur noch nicht, wie ich sie löse. Zumindest haben wir es jetzt schon mal so ansatzweise gesehen, das Grab, und vielleicht gibt's ja noch irgendwie, vielleicht gibt's da später irgendwie Brandbomben, die Wasser überstehen. Das würde zwar natürlich deren, das wäre völlig unlogisch, aber vielleicht kriegen wir sowas noch. Bis dahin würde ich sagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr aber eine Bewertung abgeben und eventuell mich in der nächsten Folge dabei begleiten, wie ich weiter hier hochklettere, weil jetzt nochmal zurückgehen, da habe ich keinen Bock drauf. Dafür hat das Spiel dieses Mal ein wenig zu gemächlich den Weg freigegeben und am Ende gar nicht mehr. Also, diese komischen Wörter, ich benutze immer so richtig komisch verschachtelte Sätze, so dass ich manchmal selbst verwirrt davon bin. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis morgen.